Jahr für Jahr wird die begehrte Auszeichnung World Car of the Year vergeben. Wer die Sieger sind, entscheiden 66 Autojournalisten aus 23 Ländern. Deren Entscheidung bleibt traditionell bis zur New Yorker Autoshow geheim. Dort werden die Sieger dann feierlich bekannt gegeben. Besondere Beachtung bekommen immer die Sportwagen, wenn es um die Auszeichnung World Performance Car geht. Der diesjährige Preis geht also gemeinsam an den Porsche Boxster und den Cayman. Dass die Zuffenhausener Sportwagenbauer im Moment wohl alles richtig machen, zeigt sich darin, dass Porsche seit Jahresbeginn weltweit insgesamt 20 Preise für sich entscheiden konnte. Zum 50-jährigen Jubiläum des 911er sind das natürlich willkommene Geburtstagsgeschenke. Nach dem Preis für die PS-starken Sportwagen ging es spannend weiter. Wer wird in diesem Jahr den renommierten Preis World Car of the Year holen können? Im vergangenen Jahr konnte VW die Expertenjury mit dem Kleinwagen Up überzeugen. Volkswagen hat es tatsächlich geschafft, in diesem Jahr nochmals die Konkurrenz hinter sich zu lassen. Die Juroren zeigten sich vom neuen Golf so begeistert, dass der begehrte Preis wieder nach Wolfsburg geht. Die Jury begründete den Sieg mit dem hohen Reifegrad des Golf. Seit seiner ersten Auflage 1974 ist der Golf so nah am perfekten Schrägheckmodell wie keine andere Baureihe, hieß es. Und über den Erfolg war sogar Walter da Silva, der Chefdesigner des VW-Konzerns, ein wenig sprachlos.